Heidi ho, meine Amigos, und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Spezial. Und zwar heute geht es um die Cheats von den Tech-Items, sprich das Material, was wir für das Tech-Zeug brauchen werden. Und jo, legen wir gleich los mit dem ersten wichtigen. Den Tech-Replikator, damit ihr alles machen könnt, den bekommt ihr hier. Und wenn ihr jetzt schaut, wenn ich da rangehe und öffne, da ist nichts, wo ich den Tech-Replikator machen kann. Das bedeutet, wir müssen es lernen. Und lernen geht mit einem Cheat. Give Engrams, einfach so geschrieben, und dann könnt ihr alles, auch das ganze Tech-Zeug. Ich werde euch jeden Cheat unten in die Video-Info reinpacken. Ganz genau, wie er geschrieben gehört. Also einfach, wenn ihr euch einen Cheat nicht merken könnt, oder schaut einfach in die Video-Info, da wird jeder Cheat drin sein. Also, give engrams, bestätigen R2 und admin command und wir können jetzt alles. Und hier sind auch jetzt Strukturen. Das mit give engrams ist auch ganz wichtig, wenn ihr euch eine Tech Base mit Cheats erstellt habt und ihr wollt dann hin, dann kann passieren, dass ihr euer Gewehr nicht verwenden könnt oder euren Transmitter nicht einschalten könnt oder sowas. Dann wieder give engrams, dann funktioniert's. Das nur so als Tipp. Okay, Strukturen herstellen und hier ist der Tech-Replikator. Und jetzt gehen wir die ganzen Materialien durch, was wir hier brauchen. Das ist einmal Polymer, Element, Metallbarren, Kristall und schwarze Perle. Wir starten gleich mit dem Kristall. Wir brauchen 600 davon. Packt auch nicht zu viel rein, weil so viel Platz hat das Teil hier nicht. Also, wir brauchen 600 Kristall. Der Cheat für Kristall ist folgender. Give Item Num, Abstand 78, Abstand 100, das ist die Zahl, wie viel es gesteckt wird. Man bekommt auf einmal 100 Kristall. Abstand 1, für das, dass man das Material und nicht die Blueprint bekommt, Abstand 0. Okay, wir gehen wieder auf R2 und bestätigen. Jetzt haben wir 100, ich habe vorhin schon probiert, also haben wir jetzt 200, 300, 400, 500, 600. Jetzt sollten wir im Inventar 600 Kristall haben. 100, 200, 300, 400, 500, 600. So, nächstes, was wir brauchen, ist Polymer. 800 Stück. Und Polymer bekommen wir mit Give Item Num Abstand 166, Abstand 100, Abstand 1, Abstand 0. Auch diese Cheats werde ich euch unter dem Video verlinken, also sprich, ich schreibe sie auch unten hin. So, 800 haben wir drinnen und jetzt brauchen wir Metallbarren 5000. Also, viel Spaß beim Farmen, wer es nicht mit Cheat macht. Also, Metallbarren 5000 holen wir uns mittels diesen Cheat. Und zwar, Give Item Num 74, 200, 1, 0. Ich habe hier jetzt 200, weil Metall lässt sich auf 200 stacken und man muss weniger oft drücken. R2 bestätigen und wir brauchen 5000 Stück. So, 5000 Eisen haben wir drin. Das nächste ist jetzt Element. Okay, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, denn der Cheat für Element ist einfach ewig lang. Leute, das ist der Cheat für Element. Hebt euch ein, er ist wirklich verdammt lang. Also, Give Item, Abstand, Doppelstrich, Blueprint, Einzelstrich oben, Slash, Game, Slash, Primal Earth, Slash, Core, Blueprint, Prints, Slash, Resource, Slash, Primal Item, Resource, Unterstrich, Element, Punkt. Primal Item Resource Unterstrich Element Einzelstrich nach oben, Doppelstrich nach oben. 5, also hier dann ein Abstand. 5, Abstand 0, Abstand 0. Bei ein paar Leute geht es auch mit 10, weil mit 10 mal kann man stacken. 10 pro Einheit, aber bei mir funktioniert mit 10 nicht, bei mir geht es mit 5. R2 bestätigen und oben pushen, 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 pushen. Einfach drücken wie der Bekloppte, haut auf die Tasten, macht euch so viel wie nur geht. Denn ihr müsst denken, ihr gebt den Cheat nicht alle Tage ein. Merkt euch das, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt haben wir Element auch genug. Und jetzt kommt der Cheat für unser letztes, was wir noch brauchen, und zwar schwarze Perle.
So Leute, jetzt kommt die zweite Bombe und zwar für schwarze Perlen. Das Feine ist das, wenn ihr jetzt vorhin gerade das Element eingegeben habt, braucht ihr nicht mehr viel ändern. Lasst den Code bitte so drinnen, dann braucht ihr nur Kleinigkeiten ändern. Also, Give Item, Abstand, Doppelstrich nach oben, Blueprint, Einzelstrich nach oben, slash Game, slash Primal Earth, slash Poor Blueprints, slash Resource, slash Primal Item Resource, Unterstrich und dann kommt Black Pearl, Punkt, Primal Item Resource, Unterstrich, wieder Black Pearl und dann Einzelstrich nach oben, Doppelstrich nach oben, dann die Zahl 200, also Abstand, dann die Zahl 200, das lässt sich mit 200 stacken, Abstand 1, Abstand 0, R2 und bestätigen, bestätigen, bestätigen. Haut rein, haut in die Tasten, sammelt so viel wie geht, stellt auch aber bitte vorne den Kasten oder irgendwo hin, wo ihr das Zeug abladen könnt, weil mit einem 200er Stack sind die meisten Leute überladen. Okay, wir schauen jetzt hier rein, was wir an schwarze Perlen so brauchen. Ne, an schwarze Perlen so brauchen. Und zwar brauchen wir hier 150, ein leichtes. Wir schmeißen mal rüber, wenn ihr noch reinhauen. Seht ihr, jetzt sind wir schon voll. Also jetzt seht ihr, wie knapp der Platz ist. Wir haben noch ein Feld übrig. Okay, ein Element habe ich mir aus Reserve reingepackt, also zwei Felder bleiben übrig. Ihr könnt da nicht einfach, oh, hau ich mal 15 mal 200 schwarze Perlen rein, hat nicht Platz. Das geht nicht. Und jetzt könnt ihr aber Doppelklick und ihr stellt den Replikator her, was ja schon ganz geil ist. Einen Cheat will ich euch noch mit auf den Weg geben, und zwar für Zement. Wenn ihr euch die Strukturen vom Tech-Zeug machen wollt, braucht ihr auch Zement für die Wände und so weiter. Also den Zement-Cheat, die meisten kennen ihn, aber den Zement-Cheat will ich auf jeden Fall noch bekannt geben. Warte kurz, ein Dank noch, ein herzliches Dankeschön noch an Manuel K. für den geilen Tipp und die geile Unterstützung beim letzten Cheat-Video mit diesen Codes und auch der Betreuung der anderen Spieler. War hier noch der letzte Code, was für euch wichtig ist, für das ganze Deckzeug. Give Item Num, Abstand 146, Abstand 200, Abstand 1, Abstand 0. So, ich packe euch die ganzen Cheats unten in der Video-Info rein zum Nachlesen. Und ich habe jetzt auch in Erfahrung gebracht, dass man Tech-Kleidung und so weiter auch per Cheat herholen kann. Sind wohl auch die langen Cheats, also ich glaube einfacher ist mit den Ressourcen einfach das Zeug herzustellen, aber ich werde mich da schlau machen und mal schauen, wenn dieses Tech-Cheat-Video kommt. Ich schaue so schnell wie möglich. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig unterstützen, ein wenig das Leben leichter machen in der Ark-Welt mit dem Tech-Zeug und ja, wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari. Ciao, ciao!